Hallo zusammen, der Film, den ich heute erklären werde, ist die Geschichte eines Mädchens, das fast vom ganzen Dorf ausgebeutet wurde, sei es körperlich oder geistig. Beginnen wir also mit der Erklärung, ohne Zeit zu verschwenden. Zu Beginn des Films sehen wir einen Raum mit vielen Pflanzen, als hätte jemand im Haus selbst einen Garten angelegt. Es gibt auch ein 19-jähriges Mädchen namens IPSAE in diesem Zimmer, das aufgrund psychischer Verletzungen nicht aus seinem eigenen Bett aufstehen kann. Sie ist auf andere angewiesen, um ihre Arbeit in ihrem Leben zu erledigen, und deshalb wird sie ausgenutzt. Sie wird körperlich und seelisch schikaniert. Seit vielen Jahren ist IPSAE im selben Raum und niemand zeigt sie auch nur der Außenwelt. Sie ist wie eine Pflanze, die Leben hat, sich aber nicht von selbst fortbewegen kann. Es gibt zwei Sozialarbeiter, die sich um sie kümmern, Yayang und Mr. Kim, und einen Arzt, der gelegentlich vorbeikommt, um nach IPSAE zu sehen. Yayang ist die Hausmeisterin von IPSAE, aber sie hat sich überhaupt nicht um sie gekümmert, sie quält sie psychisch, hat ihr nicht rechtzeitig Essen gegeben, sie geschlagen und sehr schlecht behandelt und vieles mehr. Mr. Kim kam oft, um nach ihr zu sehen, aber stattdessen folterte er sie körperlich und das war nicht genug. Einige Jungen des Dorfes kamen nach der Nacht in IPSAEs Zimmer und behandelten sie sehr schlecht. Sie folterten sie auch die ganze Nacht körperlich und seelisch. Am nächsten Morgen wiederholt sich die gleiche Geschichte erneut. IPSAEs tägliches Leben wurde sehr schlecht. Sie musste all dies jeden Tag ertragen und sie konnte nichts tun, selbst wenn sie es wollte. Yayang wollte etwas tun, sie wollte etwas werden. Sie ist hierher gekommen, um Model zu werden. Aber sie trifft Mr. Kim und er sagt ihr, dass er ihr helfen wird, Model zu werden. Aber er tut so etwas nicht und nähert sich Yayang immer wieder, er will körperlich mit ihr sein und es passiert. Eines Tages kommt der örtliche Kirchenpriester zu IPSAE, aber ihm gefällt ihr Zustand nicht. Der Priester bittet beide, sich besser um IPSAE zu kümmern und geht von dort weg. Doch nach seiner Abreise wird alles wieder beim Alten. Ein paar Tage später kommt plötzlich ein Mann namens Gangsik zu IPSAEs Haus, der als ihr Onkel bekannt ist. Er kann nicht sprechen, weil er an einer Krankheit leidet, aufgrund derer er vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde. Aber es stellt sich die Frage, wer dieser Mann ist und warum er im Gefängnis war, und selbst IPSAE erkennt ihn nicht. Jetzt werden wir ihn später kennenlernen. Nach der Ankunft von Gangsik kommt es zu einigen Veränderungen bei den IPSAE. Jetzt wird sie nicht mehr gefoltert. Gangsik kümmert sich voll und ganz um sie, füttert sie zum Beispiel pünktlich, badet sie und bringt sie um. Und jetzt hat IPSAE angefangen, ihn zu mögen. Sie hat das Gefühl, dass sich jemand um sie kümmert. IPSAE pflegte sich mit Gangsik völlig entspannt zu halten und sie beginnt glücklich zu leben. Gangsik war sehr jung, als er von zu Hause weglief, und als er zurückkam, waren Vater und Großvater von IPSAE tot. Jetzt waren IPSAE und ihre Mutter nur noch in der Familie. IPSAE war damals sehr klein und danach wird Gangsik eingesperrt und er geht von dort weg, und als er zurückkommt, ist IPSAE erwachsen geworden. Danach hält der Sozialarbeiter ein Treffen im Haus von IPSAE ab, und der Priester kommt auch dorthin, und das Thema ihres Treffens ist Gangsik. Denn seit Gangsik hier ist, hat Mr. Kim keine Chance, sich IPSAE zu nähern. Er beschuldigt Gangsik, ein Vergewaltiger und Mörder zu sein, und sagt, dass es für einen solchen Mann nicht richtig sei, mit einem einzigen Mädchen zusammenzuleben. Der Priester hört ihm zu und sagt, es ist eine Sache von IPSAE, es werde geschehen, was sie wolle, wer bei ihr sei und wer nicht. Überlassen Sie diese Entscheidung dem IPSAE selbst. Danach spricht der Priester privat mit Gangsik und enthüllt ein sehr großes Geheimnis. Er sagt, du hast IPSAEs Mutter geliebt und es ist kein Verbrechen. Du bist ins Gefängnis gegangen, das Ding ist jetzt auch alt, also kannst du jetzt hier bleiben. Jetzt hier versteht IPSAE eines, dass sein Onkel seine Mutter liebte, deshalb kümmert er sich so sehr um sie und der zweite Grund ist, dass IPSAE auch wie ihre Mutter aussieht. Aber hier ist noch immer nicht klar, warum Gangsik ins Gefängnis musste. Das werden wir später wissen. Danach sehen wir, dass das Leben von IPSAE nicht mehr dasselbe ist, jetzt ist es viel besser geworden als zuvor. Sie beginnt sehr glücklich zu sein, aber sie war sich nicht bewusst, dass ihr Glück nicht lange anhalten würde. Dann kommt eines Tages ein Polizist zu IPSAEs Haus und er erzählt Gangsik, dass er einen Bericht erhalten hat, dass hier sexuelle Belästigung stattfindet und dass dieser Polizist hier ein weiteres großes Geheimnis preisgibt. Er fragt Gangsik, weiß IPSAE, dass der Mord- und Vergewaltigungsfall, in dem sie ins Gefängnis kamen, nicht der Fall von jemand anderem war, sondern der Fall von IPSAE Mom? Jetzt wird hier ein Geheimnis gelüftet,
Aber eine andere Frage kommt. Wenn Gang Sik in die PSAs Mutter verliebt war, warum hat er sie dann getötet? Das werden wir später wissen. Danach passiert am nächsten Tag alles wie gewohnt. Gang Sik weckt die PSAE auf, kocht für sie und fütterte sie. Danach verabschiedet sich Onkel von ihr, da er nicht wollte, dass sie etwas über den Fall ihrer Mutter erfährt. Dies versetzt die PSAE einen Schock und sie beginnt sich aufzuregen und beginnt laut zu weinen. Danach sind alle Veränderungen in IPSAEs Leben aufgrund der Ankunft von Gang Sik vorbei. Auch ihr Glück verschwindet von ihrem Gesicht und alles wird gleich. Dann, ein paar Tage später, kommt der Priester eines Nachts heimlich in IPSAEs Zimmer. Er erzählt IPSAE einiges über ihre Familie. Er erzählt ihr, dass ihr Vater ein paar Jahre nach ihrer Geburt starb und dass ihre Mutter sehr schön war und nach dem Tod ihres Vaters allein gelassen wurde. Danach hatten viele Leute im Dorf böse Augen auf ihre Mutter, aber eines Tages kommt der Bruder ihres toten Vaters zurück und lebt bei ihnen. Er erzählt, dass ich deine Mutter auch geliebt habe, aber seit ihr Onkel kam, wurde ich sehr wütend und verleumde deine Mutter überall. Ich habe die Nachricht verbreitet, dass deine Mutter mit deinem Onkel und vielen anderen Menschen in der falschen Beziehung ist. Aufgrund dessen kamen eines Tages einige Leute zu ihnen nach Hause und begannen, sich ihrer Mutter gegenüber gewalttätig zu verhalten, was Onkel überhaupt nicht gefiel. Er erkannte, dass ihre Mutter nicht sicher war, also tötete ihr Onkel ihn, weshalb er ins Gefängnis kam. Also Leute hier, wir alle wissen, wer Onkel ist und warum er ins Gefängnis kam und warum er die PSAEs Mutter getötet hat. Hier erfahren wir noch etwas, dass der Priester sich um die PSAE gekümmert hat, weil sie genau wie ihre Mutter aussieht und er sie dieses Mal nicht verlieren wollte. Deshalb hatte er diesen Polizisten geschickt, um ihren Onkel von ihr wegzuschicken, und es war ihm gelungen. Jetzt zieht er sich aus, um mit IPSAE körperlich zu sein, aber dann kommt Gang Sik hinzu. Der Priester sagt ihm, dass sie einen großen Fehler gemacht haben, als sie hierher gekommen sind, und danach beginnt ein Kampf zwischen den beiden, bei dem der Priester getötet wird. In derselben Nacht träumt IPSAE, dass eine Fliege sie nervt und sie frisst, und am nächsten Morgen wacht IPSAE mit einem Lächeln auf, als wüsste sie, was jetzt zu tun ist. Jetzt ist IPSAE mit seinem Onkel im Badezimmer und schmiedet einen Plan mit ihm. Nach einiger Zeit kommt Ja Yang dorthin und ist überrascht, Gang Sik zu sehen. Beide erwischen sie und nach einiger Zeit kommt auch Mr. Kim dazu. Dort sieht er IPSAE unbekleidet auf seinem Bett und wenn er sie so sieht, wird er lustvoll. Aber er wusste nicht, dass Gang Sik und Ja Yang auch dort waren. Danach nehmen sie auch Mr. Kim gefangen und stellen Ja Yang zwei Möglichkeiten vor, entweder du tötest Kim oder wir töten dich. Als sie das hört, denkt sie eine Weile nach und tötet dann Kim. Jetzt gibt es diese Jungen aus dem Dorf, die IPSAE früher nachts belästigten. Diese Jungen kommen in dieser Nacht auch dorthin, weil niemand von der Ankunft ihres Onkels wusste, und sobald sie dort ankommen, tötet Onkel sie alle, einen nach dem anderen. Aber die Geschichte endet hier nicht, der Polizist kommt auch zu IPSAEs Haus auf der Suche nach dem Priester, wo er Gang Sik findet. Er sagt Gang Sik, dass er junge Schulkinder wie IPSAE mag, was bedeutet, dass er auch schlechte Gefühle für sie hatte. Danach beginnt ein Kampf zwischen ihnen und in diesem Kampf stirbt auch Ja Yang zusammen mit dem Polizisten und Gang Sik wird ebenfalls erschossen, wodurch er ebenfalls stirbt. Danach sehen wir, dass IPSAE sich irgendwie herauszieht und der Film hier endet. Am Ende dieses Films verstehen wir also, dass IPSAE nur körperlich und nicht geistig behindert war. Sie hat schließlich alle Schuldigen bestraft. Das war also unser heutiger Film, Der Onkel. Der Film endet hier. Vielen Dank. Wenn Sie es interessant finden, klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren und hinterlassen Sie Ihre Kommentare. Hallo und bis in die nächsten Videos.